Ja, ich darf Herrn Harald Lesch kurz vorstellen. Er hat Physik studiert mit dem Nebenfach Philosophie an der Universität Gießen und in Bonn, promoviert am Max-Planck-Institut für Radioastronomie über Plasmaprozesse in galaktischen Kernen, also ganz JWD. Er war dann Forschungsassistent an der Landessternwarte, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Gastprofessur an der Universität in Toronto, 94 habilitiert in Bonn. Seit 1995 ist er Kollege an der LMU für theoretische Astrophysik und seit 2002, das möchte ich auch noch erwähnen, Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in der Kaulbachstraße, glaube ich, in München. 1998 begann ihre Karriere als Moderator mit der Wissenschaftssendung Alpha Centauri im Bayerischen Rundfunk und seitdem gab es viele weitere Fernsehserien, Beiträge, Bücher, mit denen sie einem breiten Publikum bekannt wurden, großes Engagement auch im Bereich der Wissensvermittlung. Wahrscheinlich der einzige Mensch hier im Saal, nach dem ein Asteroid benannt wurde. Oder gibt es noch jemanden? Ja, und dann möchte ich noch erwähnen, da haben wir uns auch mal kennengelernt, weil wir über Bayern 2040 reden, Bayerischer Klimarat, und er sorgt dafür, dass die bayerische Staatsregierung sinnvolle Eingebungen hat für weitere Handlungsweisen. Stichwort. Dankeschön, danke. Ah, prima, Herr Wagner, dankeschön. Tja. Was soll ich jetzt noch sagen? Das habe ich wirklich ernst gemeint, denn erstmal das hohe Tempo Ihres Vortrags und die hohe Informationsdichte, die ist eigentlich nicht mehr zu toppen. Da kann ich nur langsam werden und fast gar nichts mehr erzählen am besten. Und doch würde ich gerne, wenn es um die Frage geht, wie eine Energiewende gelingen kann, die ein oder andere Bemerkung dazu machen, weil ich wirklich auf der einen Seite das Gefühl habe, es tut sich was, aber auf der anderen Seite aus dem den Eindruck einfach nicht loswerde, dass wir immer noch nicht verstanden haben, wir haben den Schlag nicht gehört. Sonst wäre eine solche Veranstaltung nicht in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sondern im Allianzstadion, weil allen klar wird, hier tut sich was, was unser Land fundamental verändern wird. Nicht nur irgendwie, dass irgendwelche Leitungen ersetzt werden oder dass jetzt aus der Steckdose eine andere Form von elektrischem Strom kommt, sondern dass was ganz anders werden muss, dass die Form und Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand in diesem Teil Europas generiert haben, in Zukunft ganz anders aussehen wird. Und das beginnt damit, dass das, was wir so aus den Steckdosen und aus allem Möglichen herausholen, was bis jetzt mehr oder weniger unterirdisch zu uns gekommen ist, in großer Entfernung, auf einmal direkt vor unseren Augen passiert. Energieversorgung wird auf einmal zu einem Thema werden, was uns tagtäglich immer wieder begegnet, sei es in Form von Windrädern, von Anlagen, die übers Land verteilt, uns dezentral mit Energie versorgen. Wir kommen gar nicht umhin, eine völlig neue Infrastruktur aufzubauen. Die Vorträge heute Nachmittag haben es nochmal allzu deutlich gemacht, wie stark es auch darauf ankommt, Energie und Rohstoffe zu verteilen, also in der richtigen Form ins Land zu bringen. Und da müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir das überhaupt in Zukunft, die Lasten, verteilen. Ich bin seit langem ein Anhänger dafür, dass die urbanen Siedlungsräume, die Energie verbrauchen, denjenigen Bereichen, die die Energie bereitstellen, in irgendeiner Form eine Ausgleichszahlung zu leisten haben. Und das geht nicht nur ums Geld, es geht auch um Respekt. Es geht auch darum, dabei zu sein, wenn eben große Windkraftanlagen irgendwo hingestellt werden. Die Menschen in den Städten sollen wissen, was es bedeutet, eine Kilowattstunde Strom oder irgendwelche anderen Energieformen irgendwo aus dem Boden, aus dem Wind oder von der Sonnenstrahlung zu holen, was es bedeutet, was wir da verbrauchen. Sie wissen alle natürlich längst, was eine Kilowattstunde ist. Die meisten von Ihnen sicherlich nur quantitativ. Kilowattstunde, gehen Sie einfach mal ins Fitnesscenter, setzen sich auf ein Ergometer, treten 100 Watt und das über 10 Stunden. Das ist eine Kilowattstunde. Und dafür können Sie 180 Sekunden lang warm baden, warm duschen. Sie kriegen 30, 40 Cent dafür, wenn Sie Glück haben. Das ist also ein mieser Stundenlohn.
Und davon verbrauchen wir am Tag in der Primärenergie zurzeit in Deutschland 120. Wenn wir die gesamte Energie, die Deutschland in irgendeiner Form importiert und umsetzt, durch 80 Millionen teilen und 365 Tage, sind wir bei 120 Kilowattstunden pro Person und Tag. Aus allen Bereichen, die wir haben. Industrie, Transport, Haushalt, Landwirtschaft, alles. Die Endenergie, also der Endverbrauch, sind so 85 Kilowattstunden bis 90 Kilowattstunden pro Person und Tag. Weil wir haben natürlich riesige Verluste. Wir haben heute Morgen schon mal darüber gesprochen, was für ein großes Potenzial im Prinzip in der Energiewende steckt, tatsächlich Energie zu sparen, die wir momentan einfach verlieren. Aber seit 1990 hat sich der Endenergiebedarf in Deutschland nicht mehr verändert, obwohl vieles viel effizienter geworden ist und viel besser. Das kann man auf zweierlei Art lesen. Positiv: Das ganze Wirtschaftswachstum der letzten 30 Jahre, der letzten 33 Jahre, ist offenbar entkoppelt von unserem Energieverbrauch. Mazel Tov, es geht doch. Negativ natürlich, wir haben keine Energie nennenswert eingespart. Wir hätten viel mehr einsparen können. Und das habe ich heute Morgen schon mal mit Detlef Fischer besprochen. Oder wir zwei waren so die Kampfgruppe Suffizienz und Effizienz und Sparen und Sparen. Also gar nicht technisch, sondern vor allen Dingen daran zu denken, wie kriegen wir eine Bevölkerung dazu, dass sie wirklich versteht, worum es geht. Und meine Frage nach der Kommunikation ist tatsächlich eine, die mich immer umtreibt, weil das ist mein originäres Geschäft geworden. Wie kann ich das kommunizieren, was da gerade passiert? Wann fängt die deutsche Bevölkerung endlich an, es ernst zu nehmen und reduziert ihre Emissionen? In den letzten Wochen ist wieder mehr Energie verbraucht worden in Deutschland, aus unerfindlichen Gründen. Es ist auch mehr verbrannt worden und so weiter. Ich verstehe das nicht. Wir hatten ein Jahr, im letzten Jahr gab es große Sparmaßnahmen, es gab Aufrufe dazu und in Deutschland wurde gespart. Und aus unerfindlichen Gründen ist offenbar in den letzten 4 Wochen irgendwas passiert, was uns alle dazu veranlasst, zumindest im gesellschaftlichen Konsens, denn es gibt keine öffentlichen Äußerungen dagegen, machen wir die Lampen wieder an, drehen wir die Heizung wieder auf und so weiter. Alles, beide Maschinen, volle Kraft voraus. Denen werden wir es zeigen. Denen zeigen wir es aber nicht. Meine Damen und Herren, das Bild, was wir da die ganze Zeit sehen und was vor einigen Jahren schon mal in der Süddeutschen erschienen ist, das zeigt Ihnen ein paar Leute, die angesichts von Waldbränden immer noch Golf spielen. Das Runde muss ins Runde. Sie können hier ein paar Figuren sehen. Der eine hat vielleicht schon erkannt, dass es brennt, aber zumindest der da in der Mitte, der konzentriert sich ganz auf das Hier und Jetzt. Und das ist ein Punkt, der mir immer wieder auffällt bei all diesen ganzen Konferenzen, dass es uns nicht klar ist, was für einen fatalen Fehler wir eigentlich begangen haben. Mit den fossilen Ressourcen haben wir uralte Vergangenheit in die Gegenwart geholt. Kohlenstoff, der 300 Millionen Jahre alt ist, den holen wir aus dem Boden, verbrennen ihn und jagen ihn in die Atmosphäre oder lassen ihn im Boden liegen, ohne uns wäre dieser Kohlenstoff immer noch im Boden. Das heißt, wir machen aus der Vergangenheit unmittelbare Gegenwart. Aber nicht nur das. Die Investitionsatmosphäre des freien Marktes schreit nach gerade dazu, dass der Return of Invest auch möglichst schnell und möglichst nah am Hier und Heute ist. Das heißt, nicht nur, dass wir die Vergangenheit zur Gegenwart machen, wir machen auch die Zukunft zur Gegenwart. Also langfristige Überlegungen, wie das sein könnte, wie eine Infrastrukturmaßnahme möglichst gut, vollständig, so gut wie es nur irgendwie geht, auch für die nächsten Generationen machbar ist, steckt offenbar nicht im Erbgut derjenigen, die heutzutage Unternehmen führen, sondern es ist der Quartalsbericht, das unmittelbare, das schnelle Geld gewissermaßen. Wohl wissend, dass all diese Prozesse, wir haben es heute auch von dem Vertreter von Wacker Chemie gehört, letzten Endes immer nur über Jahrzehnte gedacht werden können. Aber die Forderung des Investors, des Aktionärs ist, jetzt muss die Kohle her. Also mit Kohle meine ich Kies, Moos, kurz Geld. Das ist ein riesiges Problem, denn die Energiewende wird eine Investition, die wird sich erst viel, viel später für diejenigen rechnen, die dann auf der Welt sind. Die Energiewende, das ist ein moderner Kathedralenbau, wo wir wissen, dass wir, die wir jetzt vielleicht die Grundsteine für diese Energiewende legen, die Fertigung nicht mehr erleben werden. So lange wird das dauern. Das ist keine Sache, die wir eben mal so kurzfristig machen können.
Wenn Sie an den Vortrag eben denken, was haben wir da alles für verschiedene Ebenen gesehen? Wir sehen natürlich die Zahlen 2040, 2050, aber danach kommt 2051, 2060, 2070. Zeiten, die für die meisten von uns hier in diesem Saal, wie wir wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken. Eine zeitliche Dimension sich vorzustellen, die tatsächlich, unter anderem deshalb, weil wir seit Jahrhunderten den Planeten Erde zum Globus gemacht haben. Sie wissen den Unterschied von Globus und Planet. Der Planet wäre die Erde ohne uns. Der Globus ist die Erde mit uns. Wir haben den Planeten in seinen natürlichen Kreisläufen in der Grundlagenforschung durchaus untersucht. Aber in Wirklichkeit hat die Menschheit aus der Erde den Globus gemacht. Mit verschiedenen Netzen, die um die Erde herum, inzwischen sogar im Weltall, aber auf der Erde selber, in den zu Wasser, zu Lande und in der Luft miteinander verbunden haben. Wir haben aus der gesamten Erde ein ökonomisches Objekt gemacht. Das ist der Globus, den wir bereisen, den wir befliegen, mit allen möglichen Mobilitäts- und Kommunikationsnetzen umgarnt haben. Und dabei ist etwas passiert, was wir offenbar aus den Augen verloren haben. Wir haben nämlich den Planeten erwärmt. Haben es aber nicht wahrnehmen wollen. Wir haben gedacht, komm, wir können mit der Natur machen, was wir wollen. Es ist völlig egal, die Natur, die wehrt sich nicht und die bleibt auch so, wie sie ist. Es ist ja tatsächlich die Frage, die konnte ich heute leider nicht stellen, ob denn ein Unternehmen wie zum Beispiel Wacker Chemie, aber auch viele andere Unternehmen bei ihren Szenarien für die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre die Klimaszenarien mit im Auge haben. Wenn Sie sich anschauen, was in Europa passieren kann, was die Sommer zum Beispiel betrifft, wie viel Wasser steht denn noch zur Verfügung, was die Temperaturen betrifft, die Extremwetterereignisse und so weiter und so weiter, dann frage ich mich manchmal, ob hier nicht eine fast schon Verdrängung von natürlichen Prozessen stattfindet, von denen wir alle wissen, dass sie passieren. Sie passieren nämlich jetzt aktuell. Und das würde ich Ihnen gerne an einer bestimmten Stelle mal zeigen. Ich denke, das macht es. Also zunächst einmal, das finde ich immer so gut, das können wir kurz und knackig machen. Ich lasse es Sie lesen. Immerhin sind wir so weit, nicht nur hier im Saal, sondern in weiten Teilen der Gesellschaft, auch wenn es ab und zu immer mal wieder irgendwelche Klimaskeptiker oder wie soll ich sagen, Skeptiker kann man nicht sagen, Leute gibt, die sagen, das kann ja alles nicht wahr sein, nur wenn es wärmer wird, wird es ja natürlich wärmer. Ne? Es ist tatsächlich, wir sind die Ursache und wir können noch was tun. Und genau von dem konnten noch was tun, das haben wir jetzt gesehen. Ich meine, nur um Sie noch mal dran zu erinnern, 2022, es war eine Welt, die war ziemlich heiß und nur am Rande erwähnt, für diejenigen, die sich damit ein bisschen beschäftigen, es war ein La Niña-Jahr. Das war also ein Jahr, das eigentlich im Pazifischen Ozean eher kühlend wirken soll, aber es war ziemlich heiß. Sie wissen alle, wovon die Rede ist. Und was das hier in Europa bzw. auf der Welt so bedeutet hat, zum Beispiel in China, gucken Sie mal da oben, mal gucken hier, da sollte eigentlich der Yangtze sein. Da war er aber nicht. Wo ist er denn? Da. Also Sie sehen, da ist richtig was passiert. Also in China ist einer der wichtigsten Trinkwasserversorger der Welt verschwunden. In Frankreich war die Loire nicht da, der Po war genau. Und auch hier Altvater Rhein hat sich ein bisschen zurückgezogen aus unempfindlichen Gründen. Und auch jetzt, Sie wissen natürlich, wovon die Rede ist, wenn Sie sich in den Alpenraum begeben heute und Sie schauen sich an, welche Niederschläge im Alpenraum in den letzten 3 Monaten runtergegangen sind. Und, oder Sie fahren nach Italien, dann können Sie durch den Gardasee ein bisschen laufen. Jetzt sind die Speicherseen in Italien schon so leer wie sonst nur im Sommer. Alles das verrät uns. Der Planet reagiert und deswegen müssen auch wir reagieren. Es war die schlimmste Dürre in Europa seit 500 Jahren, die wir erlebt haben. Es war also wirklich ein Einschlag. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass wir zumindest in der deutschen Öffentlichkeit das als einen deutlichen Hinweis, um nicht zu sagen, als einen Tritt in den Hintern aufgenommen haben, uns tatsächlich darum zu kümmern, endlich dafür zu sorgen, dass die Energiewende den Namen auch verdient. Und wenn wir uns sowas zum Beispiel anschauen, gerade wir Deutschen haben ja in der Arktisforschung einen ganz herausragenden Ruf, unter anderem dank der Polarstern, wenn wir uns anschauen, was da passiert ist. Und das ist eine typische Reaktion, dafür braucht man auch kein Physikstudium. Wenn es wärmer wird, dann verschwindet das Eis. Und das ist keine gute Nachricht. Denn wenn Weiß verschwindet und aus Weiß schwarz wird, dann kann der Planet noch mehr
Energie aufnehmen. Wenn er noch mehr Energie aufnimmt, dann wird er noch wärmer und alles das kann uns nicht in Ruhe lassen. Ich frage mich immer und immer wieder, warum die Gesellschaft als Ganzes das nicht wahrnimmt. Es muss doch möglich sein, diese relativ einfachen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, was weiß ich, in der Bild-Zeitung und wo immer es nötig ist, zu kommunizieren, damit endlich etwas beginnt, was dringend notwendig ist für die Energiewende, nämlich ein gesellschaftliches Ja, wir machen das. Wir machen das. Es wird natürlich immer 15% geben, die das nicht mitmachen wollen, aber ein gesellschaftliches Ja, wir machen das. Und ich will Sie ja gar nicht mit den historischen Zahlen langweilen, aber das hier, das ist zum Beispiel schon etwas Wichtiges, dass man nämlich sehen kann, wie die globale Erwärmung im Lauf der Zeit zugenommen hat und wie dann eben diese berühmten Diskussionen, die wir seit den 80er Jahren immer und immer wieder führen mussten, mit irgendwelchen Existenzen, die uns eingeredet haben, es sei die Sonne, es seien die Vulkane oder die Vulkane auf der Sonne oder sonst irgendwas. Immer wieder mussten wir Diskussionen führen. Wir mussten uns sogar von Exxon Oil erzählen lassen, es gäbe gar keinen Klimawandel, egal wie viel Kohlendioxid in der Atmosphäre sei, obwohl die es längst wussten. Und wie? Aber ich habe niemanden gesehen, der mal irgendeinen von diesen CEOs von damals vor die Kamera gezerrt hat. Nichts. Entweder sind die schon alle tot oder aber sie haben hinreichend viel Einfluss und können sich der öffentlichen Empörung erwehren, die es vielleicht gar nicht gibt. Weil es uns eigentlich im Grunde genommen viel besser getan hat, eben doch dabei zu bleiben und die ganze Sache mehr oder weniger auszusitzen und zu hoffen, es wird schon irgendwie vorbeigehen. Und wenn man dann die Indizien auf der ganzen Welt dafür sieht, wie stark sich das Klima auf unserem Planeten verändert hat in den letzten 40, 50 Jahren vor allen Dingen, dann wird ja sofort erkennbar, dass es das industrielle Wachstum ist, was uns die größten Probleme macht. Sie sehen jetzt gleich ab 1980, wie alle Kurven, also die weißen Kurven, das sind die Beobachtungen, die grünen, das sind nur die natürlichen Treiber, die roten sind die menschlichen Einflüsse und die blauen sind die natürlichen und menschlichen Einflüsse zusammen. Sie sehen bei allen Kurven die Abweichung seit 1980, 85 von den natürlichen Treibern. Wir haben also seit rund 40 Jahren ein erhebliches Problem damit, dass wir uns von den natürlichen Kreisläufen entkoppelt haben. Haben es aber nicht geschafft, das in der Kommunikation, was für Konsequenzen das hat, das so weiterzutreiben. Stellen Sie sich mal für einen winzigen Moment vor, wir hätten diese Tagung vor 40 Jahren gehabt und hätten seit 40 Jahren an der Energiewende mit dem Impuls gearbeitet, wie die Zahlen, die wir gerade in dem Vortrag vor mir gehört haben und gesehen haben. Stellen Sie sich das mal vor, wie unsere Republik heute aussehen würde. Völlig anders. Stellen Sie sich vor, wir hätten 1955 uns nicht für die Kernkraft, sondern für die Windkraft entschieden. Wie ich immer gerne sage, es gab schon Wind vor den Windrädern. Das führt nur zum Lächeln, aber in Wirklichkeit hätten wir es machen können. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, es gibt Momente, in denen die Entscheidung, wie sich eine Gesellschaft technologisch und in dem Umgang mit Ressourcen entscheidet, tatsächlich richtungsweisend sind. Es gibt auch Phasen, da kann eine Gesellschaft mehr oder weniger tun und lassen, was sie will. Aber es gibt Momente, wenn hinreichend klar ist, worum es geht, dann muss es auch passieren. Und um das nochmal zu zeigen, was das eigentlich ist, es wird oft nicht wirklich darüber gesprochen, oder es wird so, mein Gott, 1,5 Grad, 1,5 Grad, das ist doch nicht so schlimm, oder? Also ich meine, man denkt doch bei 1,5 Grad nicht, dass jetzt die Welt aus den Angeln gehoben wird. Wenn man sich das aber anschaut in der Entwicklung, dann sieht man vor allen Dingen hier auf der roten Seite, weshalb diese Extremwettersituationen uns da immer so treffen. Weil nämlich dadurch, dass die Maximum- oder die typische Mitteltemperatur sich ein bisschen verschiebt, sich das ganze Ding nach rechts verschiebt von Ihnen aus. Und auf einmal eine Unmenge an Extremereignissen möglich sind, die wir alle hätten verhindern können, zumindest in unserer Verantwortung gerecht werden können, als einer der historisch wichtigsten Verschmutzer dieses Planeten. Historisch sind die Briten die Ersten gewesen, die in die Atmosphäre gepumpt haben, was ging, dann kamen wir, dann kamen die USA und jetzt sind es China und Indien. Aber historisch sind wir praktisch das China des beendeten 19. Jahrhunderts. Wir hatten Wachstumsraten, Sie glauben es nicht. Die berühmt-berüchtigte Gründerzeit, es blies aus allen Rohren und Kaminen und Schornsteinen. Das heißt, wir haben auch historisch gewissermaßen durchaus unseren Anteil daran
und nicht nur, wenn es immer die berühmten 2% sind. Und das sollte ihn noch mehr den Schrecken in die Knochen jagen. Das ist ganz frisch. Das war erst vor 2 Tagen in der Süddeutschen. Die Ozeane sind so warm wie noch nie. Das ist eine ganz schlechte Nachricht. Denn die Ozeane, ich weiß nicht, ob es ist Wasser. Wenn Wasser warm ist, wenn Wasser mal warm geworden ist, dauert es lange, bis es sich wieder abkühlt. Das ist eine ganz schlechte Nachricht, dass die Meere so warm geworden sind, und Sie können die Zahlen da oben sehen. Im März lagen die Meeresoberflächentemperaturen vor der Ostküste Nordamerikas um bis zu 13,8 Grad über dem 30-Jahres-Durchschnitt der Periode von 1981 bis 2011. Boah, das ist warm. Ich meine, wir haben das schon im Mittelmeer gesehen. Das ist 5 Grad wärmer, das war schon heftig. Aber 13,8 Grad, lass mich in Ruhe. Und das, die nächste Geschichte hier, zeigt es nochmal. Normalerweise ist es so, dass nach Ende des Sommers auf der Südhalbkugel die Meerestemperatur runtergeht. So, das kann man hier richtig schön sehen. Hier ist es eigentlich immer so gewesen. Und da ist gar nichts. Wir haben momentan den Weltrekord schon gerissen bei 21,1 Grad und es ist eben immer noch warm geblieben. Das Fatale an dieser Entwicklung ist das, was Sie da sehen, wo geht die Wärme hin? Noch sind die Ozeane diejenigen, die diesen globalen Erwärmung abpuffern. Durch die spezifische Wärmekapazität, die Wasser hat, da kann noch eine Menge gepuffert werden. Sie sehen, dass all die Katastrophen, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, da schmelzen die Gletscher in den Alpen, die Gletscher auf Grönland, Anstieg des Meeresspiegels, in der Arktis, in der Antarktis, Rhabarber, Rhabarber, alles schmilzt und alles wird wärmer. Das sind aber nur Prozenteffekte im Vergleich zu dem, was da noch drinsteckt. Und das heißt, die Natur, der Planet, und darauf will ich eigentlich hinaus, der Planet reagiert. Der Planet reagiert und wir können als Menschen eigentlich immer nur entweder damit reagieren, dass wir das, was da diese Veränderung ausgelöst hat, verhindern. Das heißt also, möglichst kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre entlassen, denn auch das ist eine ganz natürliche Reaktion. Dieses Zeug bleibt da oben in der Atmosphäre drin. Bis das mal wieder aus der Atmosphäre gewaschen ist, das wird dauern. Das wird nicht nur eine Legislaturperiode dauern oder zwei, das wird 500 Jahre dauern. Das sind, sagen wir mal so größenordnungsmäßig, 100 Legislaturperioden. Die Kanzlerin oder der Kanzler von dann wird sich nicht mehr daran erinnern, wer in dieser Zeit hier irgendwas zu sagen gehabt hat, wer ja irgendwie eine Zeitenwende ausgerufen oder sonst was gemacht hat. Oder erinnern Sie sich noch, wer vor 500 Jahren in Deutschland regiert hat? 1517, 31. Oktober, schlug der Luther sich entweder auf den Daumen oder einen Nagel in Wittenberg an. Das ist die Zeit, vor 500 Jahren. 1523 waren dann seine Auf- und Vorträge. Vielleicht ist das die Haltung, die wir brauchen. Ja? Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, Schluss. Vielleicht ist das, was wir brauchen. Damit eine Energiewende gelingen kann, müssen wir viel offensiver das einfordern, viel deutlicher, viel klarer machen, dass diese ganzen Versuche, das abzubremsen, und können wir nicht doch noch, und im Grunde genommen, und da muss doch eine Möglichkeit, ich bitte Sie. Die Haltung der Gesellschaft ist doch im Allgemeinen immer die, das sind doch alles schlaue Frauen und Männer in der Wissenschaft. Die finden schon was. Garantiert. Hundertprozentig. Die haben bis jetzt immer was gefunden. Und zwar immer so, dass ich mein Verhalten nicht verändern muss. Also wenn wir weiterhin, sagen wir mal, diesen Technikoptimismus verbreiten, machen Sie sich mal keine Gedanken, das wird schon nicht so schlimm werden, wir kriegen das schon hin. Zur Not fördern wir Sie so lange, bis der Staat bankrott ist oder bis der Bürger bankrott ist. Wenn wir nicht die Bevölkerung auffordern, tatsächlich auch selber dabei zu sein, dann wird die Energiewende nicht gelingen. Umso wichtiger ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen auch die Rolle der verschiedenen Energiegenossenschaften bzw. kommunalen Einrichtungen, um die Leute vor Ort, dann, wenn es darum geht, erneuerbare Energien auszubauen, Technologien zu installieren und so weiter, auch daran zu beteiligen. Natürlich ist es wichtig, dass unsere Industrie und Wirtschaft daran verdient, das soll ja sein. Aber es wäre doch mal eine Maßnahme, wenn wir alle was davon hätten. Diese Energiewende wird davon leben,
dass die Vorgänge, wie sie durchgeführt wird, schnell genug gehen. Wir haben es gehört, der Vortrag von Ihnen war so klar, wir haben ganz klar gehört, wie schnell Dinge passieren müssen. Aber wir wissen auch, wie stark sich Bevölkerung dagegen stellen kann und wie in einem Rechtsstaat durch die Rechte, die uns zur Verfügung stehen, diese Vorgänge so abgebremst werden können, dass sie am Ende nutzlos sind. Und wir sogar dann noch in ein paar Jahren bei der nächsten Tagung hören werden, wir müssen noch schneller werden, weil wir in den letzten Jahren schon wieder nicht genug gemacht haben. Das heißt also, es wird ganz stark darauf ankommen, in der Kommunikation solche Informationen so zu transportieren, dass sie nicht Angst machen, sondern in der Zusammenarbeit mit dem, was wir tun können, uns die Chancen und Möglichkeiten auch tatsächlich so elementarisiert in der Öffentlichkeit diskutieren, dass jeder Mann und jede Frau in Deutschland versteht, worum es geht. Und vor allen Dingen feststellt, was ich immer gerne mag, dass dieses ganz besonders empfindliche Organ der Deutschen mit dem französischen Namen Portemonnaie, dass ich habe das schon einige Male jetzt mitgekriegt, dass immer dann, wenn jemand sieht, dass beim Drehen eines Windrads sich das Portemonnaie dicker wird, dass aufgrund dieses Effektes ästhetische oder andere Bedenken auf einmal allmählich verschwinden. Ja? Dass wir technologisch kompetent sind, diese Energiewende hinzukriegen, das haben wir von Annette wirklich wunderbar gesehen und gehört. Und auch bei den anderen Vorträgen sieht man, da ist eine Menge möglich. Trotzdem müssen wir leider immer wieder sagen, vieles von dem, was wir an großartigen Möglichkeiten da sehen, ist immer noch unterhalb vom Radar. Ist noch nicht groß genug, dass es wahrgenommen wird und auch als Erfolg wahrgenommen wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, bei all dem, was wir tun, wir sind Menschen. Und Menschen lieben es, erfolgreich zu sein. Und nichts hat mehr Attraktivität als Erfolg. Das heißt, wenn die Energiewende endlich begönne, ich glaube, das ist der richtige Konjunktiv, wenn er endlich begönne, tatsächlich sichtbar erfolgreich zu werden und Menschen daran sichtbar erfolgreich auch teilhaben, dann wäre, glaube ich, vieles für den Erfolg der Energiewende getan. Dass wir das in Dinglichkeit hinkriegen mit den ganzen Sachsystemen, die wir haben, das ist, glaube ich, unbestritten und da werden wir eine ganze Menge auch an Neuigkeiten lernen. Aber mein Volk, die Deutschen. Die Deutschen, das sind so hundertprozentige. Die Deutschen fangen nicht an, bevor nicht jede Kleinigkeit geregelt ist. Die Deutschen haben schon viel gehört von anderen, die eher mal loslegen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber sie gehören nicht zu den Jazz-Improvisierern. Die Deutschen sind nicht das Land des Jazz. Aber die Deutschen sind das Land von Johann Sebastian Bach. Jede Note ist ganz genau so zu spielen, wie es da steht. Und wehe, es wird davon abgewichen. Wird das Orchester sofort aufgefordert, die Musik einzustellen. Der Dirigent beginnt nochmal von vorne oder die Dirigentin. Ich glaube, dass bei der Energiewende könnten wir eine ganz neue Seite von uns zeigen. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich sehr, sehr, sehr schätze, nämlich den Bürgermeister von Wilpoltsried. Arno Zengerle, ein großartiger Mann, der mit dazu beigetragen hat, dass diese Gemeinde im Allgäu seit 1998, ich weiß nicht, wie viel mal mehr Strom produziert, als sie verbraucht. Und ich habe ihn in einem Podcast interviewt. Und wissen Sie, wenn man so jemanden trifft, der also eine Gemeinde dazu bringt, so die Energiewende umzusetzen, ich war so richtig, wie soll ich sagen, weltrettend bewegt. Ich habe immer die ganze Zeit gesagt, der muss doch jetzt mal irgendwie so einen pathetischen Satz losmachen lassen. Hat er aber nicht. Nee, wir haben einfach gesagt, wir machen das. Wir können damit Geld verdienen und das machen wir so. Und dann hat er gesagt, und dann muss man halt gucken. Wunderbarer Satz, dann muss man halt gucken, wie es weitergeht. Wir haben angefangen und haben dann geguckt, wie es weitergeht. Und es ist immer weitergegangen, weil sie nach dem 20-80-Prinzip gearbeitet haben. 20% Aufwand und 80% Wirkung. Er hat gesagt, wenn wir uns hingesetzt hätten, hätten wir am Anfang gesagt, nee, es muss alles ganz genau. Wir hätten nicht ein einziges Windrad gebaut, wir hätten kein Dach bekahlt, nichts. Und schon gar nicht in der Kombination. In dieser Gemeinde ist alles, was Sie sich von der Energiewende wünschen, können Sie da sehen. PV natürlich, Windräder, Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, alles vorhanden. Biogas, alles volles Rohr.
Wenn Sie wissen wollen, wie Energiewende in Deutschland geht, fahren Sie nach Wilpoltsried. Fuchstal ist auch so eine Gemeinde. Es gibt etliche Gemeinden in Deutschland. Und ich fände es gut, wenn bei solchen Veranstaltungen wie hier solche Leute, die auf der kommunalen Ebene etwas vollbracht hätten, darüber berichten und sagen, hört mal, wir haben hier so einen Katalog aufgeschrieben, ihr müsst gar nicht das Fahrrad zum zweiten Mal erfinden, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben da einen Fehler gemacht, achtet darauf. Und natürlich hat jede Gemeinde hat ihre eigenen Randbedingungen, die immer erfüllt sein müssen und so weiter, aber mal was davon zu erfahren. Ich habe ziemlich lange in Bayern gelebt, bis ich zum ersten Mal von Wilpoltsried gehört habe, aber dann... Das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Seitdem mache ich Werbung für diese Gemeinde, weil die haben etwas getan, was uns allen, glaube ich, ganz gut täte und was vor allen Dingen ein paar Eigenschaften nochmal zeigt, die zum Erfolg der Energiewende unbedingt beitragen. Nämlich sich tatsächlich, und da ist so eine Veranstaltung wie die hier einfach wunderbar dafür, sich Gedanken zu machen, wie müssen die Pläne aussehen? Also wo wollen wir hin? Das, was wir gehört haben aus verschiedenen Seiten. Wo wollen wir hin? Und dann muss man aber loslegen. Das heißt also, nachdem die sich klar gemacht hatten, das ist das Ziel, da wollen wir hin, dann legen wir los. Aber diese Reflexion darüber, wie es gehen muss, die stand ganz am Anfang. Und das ist natürlich im politischen Bereich gar nicht so leicht, offenbar. Denn, und das sollen meine letzten Worte sein, leider Gottes hat das Thema Nachhaltigkeit und Klima immer noch eine Frage der politischen Farbe. Und ich kann Ihnen versichern, dem Planeten ist es völlig wurscht, wer regiert oder wer emittiert, welche Treibhausgasemissionen von wem auch immer gemacht werden. Wenn wir es nicht schaffen, dieses Thema aus diesem parteipolitischen Sumpf herauszunehmen, wo es eigentlich letzten Endes immer nur darum geht, in irgendeiner Form Recht zu behalten, auch wenn man gar nicht Recht hat, Hauptsache man behält es, ja. Dann wird das ein Riesenproblem, weil dieses immer wieder ein Schritt vor, anderthalb Schritte zurück oder zwei Schritte vor, anderthalb zurück, ist ja nicht der Tatsache geschuldet, dass es auf der technischen oder wirtschaftlichen Ebene da irgendeinen Dissens gibt, sondern meistens kommt es nur darauf an, dass irgendjemand auf der politischen Seite A sagt, der von der politischen Seite B kann nicht recht haben und schon mal gar nicht. Das ist aber Kinderkacke. Das ist Mist. Das können wir uns angesichts der Herausforderungen, die der Planet uns da gegenüberstellt, einfach nicht leisten. Dieses Rumgetue von irgendwelchen Figuren, die einfach keine Ahnung haben. Wirklich, keine Ahnung. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich mir die Diskussion oder die Gespräche anhöre, die immer und immer wieder geführt worden sind in den letzten Monaten, dann frage ich mich, wo die Herrschaften gewesen sind. Wir haben keine Anlage, wo nennenswert E-Fuels produziert werden. Wir haben keine Kernfusionsreaktoren und so weiter und so weiter. Die reden wie der Affe von der Seife. Aber das kann doch nicht sein. Das sind doch erfahrene Männer und Frauen, die schon seit langem im politischen Geschäft sind. Aber vielleicht ist es das, ein Geschäft. Nur der Planet, das kann ich Ihnen versichern, der macht keine Geschäfte. Die Natur kennt keine Kompromisse. Da gibt es kein in dubio pro reo. Sie haben auch keine Chance, mit ihr zu reden. Und wenn Sie es noch so oft versuchen. Ich habe es ausprobiert. Ich habe mich vor den Wald gestellt. Ich habe reingerufen und es ist nichts herausgeschallt. Und Sie können sich gerne vor den Watzmann stellen, wenn Sie wollen. Ich sage Ihnen, der ruft nicht. Das Einzige, was ruft, sind die Generationen, die da jetzt jung auf die Welt kommen, die jetzt da sind. Die Generationen, die noch gar nicht da sind, die uns aufrufen, Verantwortung für das zu übernehmen, was wir leisten können, wenn wir wollen. Dann, wenn wir das hinkriegen, dann wird auch die Energiewende gelingen. Die Technik haben wir haben die Leute dazu, wir haben noch nicht genügend Leute dazu, um Gottes Willen. Also da gibt es noch viel zu tun, auch gerade auch die junge Generation davon zu überzeugen, sich sozusagen die Finger weg von der Tastatur in die Wirklichkeit zu nehmen. Wir brauchen sehr, 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 sehr viele Menschen, um diese Energiewende in die Tat umzusetzen. Aber wenn uns das gelingt, überzeugend zu sein dabei und auch immer wieder zu erklären, warum wir es tun, dann wird sie gelingen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Ja, starke Worte. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Das haben Sie, ich habe nicht zu viel versprochen, sehr gut auf den Punkt gebracht und auch mit Kritik sich nicht zurückgehalten.
zu Recht. Und sehr dankbar bin ich auch für Ihren Appell nochmal an die jungen Leute und die Schülerinnen und Schüler. Da gibt es wirklich viel zu tun. Wir haben ein bisschen Zeit, noch so zwei Wortmeldungen vielleicht. Da vorne sehe ich schon eine. Gibt es ein Mikro für die Dame, bitte? Herr Doktor, ich bin fasziniert. Ich kenne Sie ja schon seit ewig, beobachte Sie auch schon seit ewigen Zeit. Ich muss jetzt die provokante Frage stellen. Vor 30 Jahren habe ich diesen Themenkatalog, den wir heute diskutiert haben, auch schon gehört und Sie auch. Ja. Warum haben unsere Wissenschaftler, die wirklich wussten, was auf uns zukommt und dass jeder Tag uns verloren geht, warum sind die nicht auf die Straße gegangen? Mhm. Ich kann es nicht fassen, musste der Ukraine-Krieg jetzt kommen, dass wir sagen, jetzt ist der Tag X gekommen, wo wir was tun müssen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen. Und Sie sind so eine kompetente Kraft und alle, die hier jetzt wissenschaftlich tätig sind, warum haben die nicht massiv unsere paar wenigen Politiker, die keine Ahnung hatten, gesagt, überzeugt, ihr müsst jetzt was tun. Verdammt nochmal, ihr müsst was tun. Also ich bin wirklich so empört darüber, dass wir so weit gekommen sind, wie wir heute sind. Also man muss dazu sagen, es gibt sehr wohl einen wissenschaftlichen Beirat. Und zwar namentlich die Bundesregierung hat einen grandiosen wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung. Sie hat einen Sachverständigenrat für Umweltveränderung. Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlicher Sachkompetenz. Und die machen auch eine ganze Menge, veröffentlichen auch Gutachten. Ich kann Ihnen nur allen empfehlen, gehen Sie auf die Homepage vom WBGU. Sie finden dort Schriften, die sind wirklich sehr beeindruckend. Aber man liest sie nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich wusste bis vor ein paar Jahren auch nicht, dass es ein WBGU gibt. Und das zeigt einfach, wie bei uns mit wissenschaftlicher Sachkompetenz oft umgegangen wird. Es gibt es im Hinterzimmer, es gibt die privaten Gespräche zwischen denjenigen, die politisch agieren und denjenigen, die vielleicht wissenschaftlich beraten. Und dann gibt es den Morgen, wo man jemanden im Radio hört und wo man denkt, ich habe dem doch schon, ja, Sie wissen, was ich meine, ja? Ich habe ihm doch schon x-mal erklärt, was er da erzählt, ist Blödsinn. Aber es wird wieder erklärt, es wird wieder wiederholt. Und das hat unter anderem natürlich auch durchaus was damit zu tun, dass wir in den Wissenschaften viel zu höflich sind, viel zu zurückhaltend und auch so erzogen werden. Ich lese gerade ein Buch Denken in einer schlechten Welt. Und da geht es genau um die Frage, kann man eigentlich als Wissenschaftler heute noch neutral sein, wo viele Dinge passieren, die einfach nicht passieren sollen? Kann ich mich einfach auf den Standpunkt stellen, ich untersuche das in einer großen Distanz, bin aber ansonsten still, engagiere mich nicht. Und vor allen Dingen, Engagement verlangt immer nach Rechtfertigung. Ich werde x-mal gefragt, sagen Sie mal, Sie sind doch Astrophysiker, wieso machen Sie nicht Astrophysik, wieso kümmern Sie sich so um Energie und Klima? Da muss ich mich rechtfertigen. Aber dabei muss das genau umgekehrt sein. Wieso machen nicht alle, die was mit Naturwissenschaften zu tun haben, auf diesem Gebiet bringen sie ihre Sachkompetenz mit rein, um vor allen Dingen um Begriffsklärung sich zu bemühen, dass eben nicht immer wieder die falschen oder die blödsinnigen Missverständnisse da laufen. Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich glaube, das ist zum Beispiel in Frankreich sind viele Intellektuelle ganz anders in der Politik, aber auch da gibt es natürlich einen anderen Konsens, zum Beispiel was die Energie betrifft. Die haben sich komplett auf die oder sehr stark auf die Kernenergie eingelassen. Da ist es gesellschaftlicher Konsens. In Deutschland haben wir eine sehr starke Auseinandersetzung zwischen den technischen und nicht technischen Wissenschaften in der Öffentlichkeit. Das ist auch eine gewisse deutsche Eigenheit. Ich denke, momentan habe ich habe zumindest den Eindruck, dass deutlich mehr Resonanz da ist im politischen Raum auf jetzt, aber ausgelöst durch Katastrophe. Vielleicht ist das eine der ganz schlechten Erkenntnisse, die man im Laufe seines Lebens machen muss, dass die Gesellschaft als Ganzes offenbar nur aus Katastrophen wirklich so viel lernt, dass danach Dinge passieren, die schon längst hätten passieren können. Ja. Ich muss auch noch einen Satz dazu sagen, was die Forschung angeht. Also die Forschung trägt selbstverständlich dazu bei, dass Effizienz sich steigert. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft gibt es seit 74 Jahren und hat effiziente Energieanwendung praktiziert, geht in die Betriebe, aber jeder Betrieb ist ein Einzelfall. Also das kostet Wochen, Monate, so einen Betrieb auf Vordermann zu bringen und keiner ist wie der andere. Es ist viel zu wenig, für gar keine Frage, aber so der ganz große Hebel, wo man sagt, so den legen wir jetzt um, der ist ein paar Etagen höher. Ja. Also was ich unbedingt anbieten werde, das sage ich jetzt mal hier unter uns, ist die FFE muss dringend mal bei mir im YouTube-Kanal erscheinen. Ich habe 1 Million Abonnenten, vielleicht können wir uns mal unterhalten und das, was Sie da erzählt haben, einfach da mal machen. Mhm. Vielleicht können wir den Hebel einfach nutzen und dann gemeinsam. Gemeinsam Lösungen finden. Ja.
Eine Wortmeldung. Die Dame bitte mit Mikro. Kriegt sie ein Mikrofon? So. Ja, vielen Dank. Sie hatten eingangs gefragt, wie müssen wir mit den Leuten reden, um mehr zu erreichen, mehr Leute zu erreichen und dass sie was tun. Ich muss beruflich auch mit Leuten über die Energiewende reden und frage mich deshalb das auch. Und ich würde Ihre gerne, ich habe eine These, was ein Problem ist, und ich würde gerne Ihre Einschätzung dazu hören. Ich glaube, eine der größten Probleme, die wir haben, ist der Satz, die Sonne schickt euch keine Rechnung, weil es eine Lüge ist. Und weil wir derzeit damit konfrontiert werden, dass alles seinen Preis hat, dass Wärmepumpen ihren Preis haben, dass PV-Anlagen ihren Preis haben, dass Windenergieanlagen ihren Preis haben und sei es einen gefühlten Preis, was Herr Fischer heute Morgen gesagt hatte. Und dass die Leute jetzt, wo sie mit dem Preis konfrontiert werden, ja, den Rückzieher machen und sagen, nee, dann will ich doch nicht. Ja, ja, da haben Sie völlig recht. Es war diese zugespitzten Schlagzeilensätze, die machen richtig viel kaputt. Weil natürlich, man hätte sofort sagen müssen, die Sonne selber ist nicht das Problem, sondern wir müssen ja irgendwie die Sonnenenergie in Formen von Energie umwandeln, wie wir sie brauchen. Die Sonne schickt zunächst einmal nur Strahlung. Nur wenn wir uns in die Sonnenstrahlung legen, werden wir nicht satt und wir können damit auch kein Gerät betreiben. Wir müssen diese Sonnenenergie umwandeln in Energieformen, wie wir dann auch tatsächlich sie nutzen können. Und das wurde nicht getan. In der Tat hat man offenbar lange Zeit das völlig unterschätzt, was dahinter steckt. Was ich aber genauso schlimm finde, ist zum Beispiel, dass man nicht darüber spricht, wie toll das ist mit der Sonne, weil sie ist die einzige Energiequelle, die so weit weg ist, dass wir nicht in irdische Kreisläufe eingreifen, außer für die Rohstoffe, für die PV-Anlagen, die wir bauen müssen. Aber ansonsten kommt diese Energie von 150 Millionen Kilometer Entfernung und ist wunderbar, weil sie unseren Planeten insgesamt beleuchtet. Bei allen anderen Energiequellen können wir schon absehen, was sozusagen die Grenzen sein können, von Windkraft, von Wasserkraft und von vielen anderen auch, weil damit Erdkreisläufe verbunden sind, also Materien-Energiekreisläufe. Auch hier hat man bis jetzt, sagen wir mal, auf der einen Seite den positiven, wie auf der anderen Seite den negativen Aspekt, dass wir nämlich tatsächlich bei der Sonnenenergie natürlich irgendwann in die Tasche greifen müssen, das zu unterlassen. Wir haben überhaupt den Eindruck gemacht, Energiewende wird nicht so, das wirst du gar nicht merken. Das geht so unter die Alltagskosten unter, das wird man gar nicht mitkriegen. Und jetzt, ich glaube, jetzt wird es allmählich klar, dass wir natürlich bei den Technologien bezahlen müssen. Und das hat man lange unterschlagen. Ja, da haben Sie völlig recht. Mhm. Ja. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, da sehe ich eine Meldung. Mein Name ist Konrad Rock, ich komme aus der Landsberger Ecke Fuchstal und würde gerne einen schönen Gruß ausrichten vom Bürgermeister Karg, der heute auch an dieser Stelle erwähnt wurde. Es gibt noch eine weitere Komponente, die wir heute Morgen und auch heute Nachmittag nicht gestreift haben, was die Sonne nämlich sonst bewirken kann, das ist der Umbau des Waldes. Wir haben ja auch die Bayerischen Staatsforste, die heute auf Produktion arbeiten. Aber das ist ein Thema, das in dieser Gemeinde mittlerweile neben den vielen Biogasanlagen und PV und Wind mitentwickelt wird. Bürgermeister Karg hat ein bemerkenswertes Wort gesagt, er reinvestiert das Geld, das sie jetzt erwirtschaften, durch ihre frühzeitigen Maßnahmen in den Wald, um dort Regenwürmer und das Wasser zu halten. Und über das haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Und das ist etwas, was wir neben Technologie auch bewerkstelligen können. Und ich halte das für essentiell, dass auch die Bayerischen Staatsforste hier sich mit einbringen. Da haben Sie völlig recht. Also das gesamte Thema Bio, also alle Bio-Themen, sind von allergrößter Bedeutung. Auch im Hinblick auf eine Verbindung von Bodenqualität, also Wasseraufnahmequalität und Klimaszenarien. Gerade deshalb, weil wir Extremwetterereignisse haben werden in Zukunft, wo sehr viel Wasser auf einmal runterkommen wird, kommt es darauf an, dieses Wasser zurückzuhalten und es nicht zu verlieren. Die Monokulturen, die wir für vieles in unserem Land leider gebrauchen oder nutzen, machen die Böden so hart, beziehungsweise sie verändern die Situation so dramatisch, dass sie 10-mal weniger Wasser aufnehmen können als Böden, die mit einer regelmäßigen Fruchtfolge sozusagen entspannt werden. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Artenvielfalt in den Böden, die Lockerung der Böden bei Monokulturen so schlecht ist, dass das Wasser, wenn es mal regnet, einfach wegrollt.
Ich kann nur empfehlen, an der Stelle sich mit dem Thema ökologische Landwirtschaft zu beschäftigen. Jemand, den ich außerordentlich schätze, Felix Löwenstein, hat es auf den Punkt gebracht, die zukünftige Landwirtschaft wird ökologisch sein oder sie wird gar nicht sein. Also im Zusammenhang mit all den technologischen Veränderungen, die wir für die Energiewende brauchen, muss es zu einer Landwirtschaftswende genauso kommen wie zu einigen anderen Wenden, von denen wir hier nur am Rande gesprochen haben. Wir können ja nicht alles, abarbeiten. Aber die ökologische Landwirtschaft und auch natürlich die Bewirtschaftung unserer Wälder, das wird eine ganz, ganz, ganz wichtige Nummer werden. Und vielleicht eine Anekdote. Es gibt ja die UNESCO-Weltkulturerbe-Geschichte. Und so gibt es in Deutschland eine Reihe von Parks, die gehören mit zu Weltkulturerbe. Wenn Sie da aber zum Beispiel versuchen, den Wald, den Baumbestand zu verändern, so im Sinne von, wir brauchen jetzt Bäume, die also besser die Hitze der Zukunft aushalten, sagt die UNESCO, wenn du das machst, verlierst du den Weltkulturerbestatus. Mhm. Ist auch nicht gut. Ne? Ich meine, immerhin hat die UNO ja eine Reihe von Zielen formuliert. Das heißt, es gibt an allen Ecken und Enden Widersprüche, das will ich eigentlich sagen. Und über diese Widersprüche aber hinauszugehen und trotzdem nicht pessimistisch zu werden, sondern dran zu bleiben, darauf wird es ankommen. Für alle. Für die Alten wie für die Jungen. Ja. Vielen Dank. Eine letzte Wortmeldung kam von da, bitte. Gegenfrage an die nette Dame aus der ersten Reihe. Wieso müssen es unbedingt die Wissenschaftler sein, die Jugendlichen sein, die auf die Straße gehen und sich vor der Politik beschweren? Wieso können es nicht auch Ältere aus ihrer Generation sein, die jetzt eben genauso wissen wie wir, was mit unserem Planeten passieren wird, mit uns auf die Straße gehen? Wir können das nur unterstützen und das habe ich immer getan, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, also da haben Sie recht mit Ihrer Frage, aber das müssen alle jetzt sein. Es muss jetzt die ganze Bevölkerung dahinter stehen und sagen, das muss jetzt passieren. Das stimmt. Es hat nichts mit Alter zu tun, das Junge und Alt muss jetzt zusammen irgendwie arbeiten und sagen, wir müssen jetzt was tun. Ja, aber diese Leute, die die Kompetenz haben und die diese wissenschaftliche Erkenntnisse haben, die müssen an vorderster Stelle stehen. Nicht die Politik, die einfach nur agieren kann oder reagieren kann mehr. Nicht agieren, sondern reagieren kann. Ja, ich meinte vorhin auch schon, es liegt ja nicht an einzelnen Akteuren. Man kann nicht sagen, die machen das und die machen das, sondern es geht nur, alle haben es gesagt heute, gemeinsam. So ist auch das Motto der Tagung. Ja. Und danke für den Hinweis oder für diesen Appell. Ja. Das geht nur mit Jung und Alt zusammen, weil einen großen Teil der Rechnung bezahlen die nachkommenden Generationen. Das Bild mit der Kathedrale fand ich ganz super. Ja. Kölner Dom hat 600 Jahre gedauert. Das zieht sich, genau. Wird immer noch dran repariert. Aber das ist eine rheinländische Angelegenheit. Der Dom darf nicht fertig werden. Ne? Ja, klar. Ja. Okay, ich würde jetzt zum Schluss kommen. Herzlichen Dank nochmal und großen Applaus. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, deswegen fallen die Schlussworte ganz, ganz kurz aus. Sind die größten Erwartungen an das kleinste Molekül erfüllt worden? Also wir haben gehört, was alles dazugehört. Wir nehmen mit, Wasserstoff ist eine wichtige Komponente in Zukunft. Im Energiesystem kann nicht alle unsere Probleme lösen, sondern da muss einiges zusammenspielen. Vielleicht so zum Mitnehmen, so die Takeaways im Telegram-Stil. Nee, Telegram gibt es gar nicht mehr, im Twitter-Stil. Wasserstoff ist keine Energiequelle. Wasserstoff ist ein Energieträger. Und Wasserstoff ist genauso grün wie die für seine Erzeugung eingesetzte Energie. Ja, es gibt ihn in allen Farben. Wasserstoff ist kreislauffähig, haben wir an mehreren Stellen gehört. Wasserstoff wird benötigt, um große erneuerbare Strommengen technisch, aber auch marktlich in das Energiesystem zu integrieren. Und darüber haben wir auch bei der Leopoldina intensiv diskutiert vor einigen Wochen. Wir brauchen nicht nur die Elektronen. Also ich bin gebürtiger Elektrotechniker. Ich finde das super, dass wir alles elektrifizieren und elektrisch fahren und so weiter. Aber es gibt Grenzen einfach. Und es gibt Bereiche, wo die Moleküle auch ganz intelligent sind.
Und deswegen dieses Zusammenspiel, kein Entweder-Oder, sondern Elektronen und Moleküle, und die dürfen nicht konkurrieren, die müssen miteinander arbeiten. Und last not least, also das ist das, was wir alles brauchen, wir brauchen Sie. Wir brauchen vor allem hier die Schülerinnen und die Schüler, die ja demnächst auch vor der Berufswahl stehen. MINT ist das Schlagwort, und dann ist es schon fast egal, in welche Richtung Sie weitergehen. Energie ist alles. Ja. Sie kommen immer, Sie stoßen immer an das Energiethema, egal in welcher Branche Sie landen. Hauptsache MINT. Ja. Alles andere ist dann nicht so wichtig. Also wir brauchen Sie, und meine allerletzten Worte sind der Dank einmal an den Gastgeber, Herr Bode, stellvertretend für diesen... Ja, dass wir in diesen wunderbaren, inspirierenden Räumen hier zu Gast sein dürfen, den Kollegen vom Forum Technologie, namentlich auch dem Herrn Huber, den Sie schon genannt hatten. Nicht zu vergessen die Frau Dr. Deigele, da ganz hinten sitzt sie, neben der Technik, stehen Sie kurz auf. Und natürlich die Technik, ohne die hätten wir auch nicht so viel Spaß gehabt. Danke an die Technik. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen noch zu danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich hier so auch aktiv mit eingebracht haben, und wünsche Ihnen einen guten, effizienten Heimweg. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Applaus